Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute gibt es wieder die Kältegärung. Und zwar ist das wohl, also jetzt verurteilt mich nicht, wenn ich es nicht genau weiß, entweder serbisch oder kroatisch, ein Kacacuri. Ich weiß es nicht, ob es man es so ausspricht. Ich habe ein Bild und ein Rezept davon im Internet gefunden. Das werde ich euch auch verlinken. Ich habe das noch nie gegessen, aber das Bild, das hat mich total angemacht. Und ich gedacht, natürlich muss ich das wieder ausprobieren. Dieses Rezept ist kein Thermomix-Rezept, aber ich mache es mit dem Thermomix. Also was gar kein Problem ist. Also wer keinen Thermomix hat, macht es einfach nach dem Originalrezept. Und ich, ja, mache es jetzt so auf meine Art und Weise, wie ich immer so einen Hefeteig halt mache. Das Besondere an diesem Hefeteig ist, dass das mit Vollkornmehl gemacht wird. Ich habe hier noch einen kleinen Rest Weizenvollkornmehl, das nehme ich. Und dann habe ich aber auch noch Dinkelvollkornmehl. Und also da werde ich dann das auffüllen und zwar auf 400 Gramm. Ich packe jetzt erstmal 300 Gramm Wasser in den Thermomix und laut dem Rezept 7 Gramm Hefe. Ja, weil es jetzt auch wieder so Übernachtgärung ist, da braucht man ja wirklich nicht viel. Dann 2 Teelöffel Honig. Und anders als im Rezept packe ich hier auch schon gleich 20 Gramm Butter dabei. Einfach weil meine Butter ist jetzt noch hart und dann kann die nämlich da auch schon gleich weich werden. Und das wird jetzt 2 Minuten auf 37 Grad und auf Stufe 2. Ach, ich würde schon sagen, das ist aber schnell. Nee, nee. Also auf Stufe 2 darf sich jetzt die Hefe mit dem Wasser und der Butter, das darf jetzt alles sich vermengen und auflösen. Und dann kommt nämlich schon das Mehl dabei. So, 2 Minuten. Ja, das hat gereicht und alles ist schön flüssig. Ich packe jetzt die 400 Gramm Mehl dabei. Also, wie gesagt, das, was ich hier noch hatte an Weizenvollkorn, das sind jetzt bei mir 70 Gramm und och, wie schön, jetzt sind es 40. Ja, diese Waage hat halt einfach ein Eigenleben, also 40 Gramm. Und jetzt kommt hier noch Dinkelvollkornmehl drauf, bis auf 400 Gramm. Darauf sollen dann jetzt noch 6 Gramm Salz, ja, ich sag mal großzügig einen Teelöffel und 2 Eigelb meiner glücklichen Hühner. Ja, ich weiß nicht, ob sie mir die gerne überlassen haben, aber naja, sie haben sie mir überlassen. Und das wird jetzt 5 Minuten. Also, weil ich den Hefeteig immer so mache, ja, Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und auf die Teigknetstufe und vermengen. Also so sieht der Teig jetzt aus. Das ist schon ein etwas klebriger Teig. Also im Originalrezept steht, ihn jetzt eine halbe Stunde stehen lassen, dann nochmal durchkneten, dann nochmal 2 Stunden stehen lassen und dann in eine geölte Schüssel geben und dann kann er in den Kühlschrank. Das ist mir aber zu viel Zip und Zapp, das muss ich sagen. Also ich bin seit 4 Uhr auf, jetzt ist es ungefähr 18 Uhr und deswegen, der kommt bei mir jetzt einfach in die Schüssel, die ich ja ein bisschen öle. Das hatte ich neulich ja auch schon mal bei so einem Teig, das fand ich auch wirklich richtig gut. Da es sich einfach bewährt hat, mache ich das jetzt wieder so. Also das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, ihn hier rauszubekommen. Aber das ist einfach diesem Weizenmehl geschuldet. Das ist so wie bei dem Roggenmehl. Da ist ja der Teig auch immer ziemlich klebrig. Naja, bevor ich mich jetzt hier so abschinder, werde ich das jetzt hier nochmal abschleudern lassen. Ich hatte ihn schon ausgemacht, aber das ist ja auch schnell wieder an. Jetzt gar nicht wegrennen, war doch nur ganz kurz. Ja, da hat er das jetzt wieder schön an die Seite gebracht.
Und so kriegt man es einfach besser unter dem Messer dann wieder vor. Also, so sieht er jetzt aus. Und der kommt jetzt einfach in den Kühlschrank, abgedeckt. Und morgen früh werden wir dann sehen, wie er gegangen ist. Ich habe natürlich jetzt wieder ein bisschen Angst, weil ich mich doch wieder nicht so ganz an das Rezept gehalten habe. Aber eigentlich vertraue ich mir und der Kältegärung da absolut. Also, morgen geht's weiter. Also, bei mir ist es jetzt der Tag später. Der Teig, der habe ich jetzt gerade schon im Kühlschrank geguckt, der ist super gegangen, der hat sich auf alle Fälle verdoppelt. Wobei mein Empfinden auch immer ist, dass halt dieses Vollkornmehl nicht so explodiert förmlich beim Gehen wie ja, normales Weizenmehl. Also, was heißt normal? Also dieses 405er oder 550er mit diesem weißen Weizen. Ich habe jetzt auch schon hier meinen Lauch ja, vorbereitet, der ist natürlich geputzt, also da ist ja immer viel Dreck so zwischen den Blättern und den habe ich mir jetzt in Krüngel geschnitten und habe das hier gut gewässert und auch schon gut abtropfen lassen, denn im Rezept steht, man sollte ihn jetzt mit ein bisschen Wasser garen und dann aber wiederum mit hoher Temperatur, dass das Wasser verdampft, weil das soll halt ziemlich trocken sein. Ich wandle das jetzt wieder ab. Also nicht im Original, dass ich das einfach in ein bisschen Pflanzenfett jetzt anbraten werde. Und ich packe halt hier auch meinen Knoblauchgrundstock dabei und habe jetzt nicht extra Knoblauchzehen und ich packe jetzt auch nicht so viel da rein. Einfach, ja, ich muss morgen arbeiten und das möchte ich jetzt meiner Kollegin nicht antun. Ja, also ein bisschen von dem Pflanzenfett. Und dann werde ich das jetzt anbraten, also einfach damit das gart. Das schmurgelt also schön vor sich hin und ich packe da jetzt ja, einen Teelöffel meiner Knoblauchpaste dabei. Im Rezept steht 2 Teelöffel. Wenn ich jetzt morgen nicht ins Büro müsste, würde ich mich sicherlich hemmungslos diesen Knoblauch jetzt hingeben, aber so machen wir mal nur einen Teelöffel rein. Und ich habe das jetzt ungefähr 10 Minuten anschmurgeln lassen und ich glaube, das reicht jetzt auch, dabei belasse ich es. Und das soll nämlich jetzt erstmal schön abkühlen, denn sonst würde es, also das wird ja hinterher gemischt mit dem Mozzarella und dem Schafskäse und das würde dann ja da schon so Klumpen werden. Also deswegen, das lasse ich jetzt erstmal abkühlen. Das packe ich mir jetzt einfach aus der Pfanne, weil die bleibt ja jetzt noch ein bisschen länger heiß. Und ich packe mir das jetzt einfach um und dann kann das abkühlen. Also während das jetzt abkühlt, kann ich hier auch schon mal den Käse vorbereiten, indem ich den nämlich klein schnibbel. Und es sollen rein 150 Gramm Mozzarella. Ja, hier sind 125 drin. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Packe ich da mehr? Ach doch, ich mag das gerne mit mehr. Also werde ich wahrscheinlich beide Mozzarella-Kugeln reintun. Und beim Feta, da sollen 150 Gramm rein und das werde ich so ungefähr halt auch einhalten, weil den Feta, den kann ich mir gut dann den Rest noch in den Kühlschrank packen und werde das einfach in meinen Salat noch mit reinbröseln. Also da kann ich so einen Rest gebrauchen, aber von dem Mozzarella jetzt nicht. Deswegen, also hier halte ich mich an die 150 Gramm und da wird es halt ein bisschen mehr, weil ich also den Feta richtig zerbröckel jetzt hier und den Mozzarella, den schneide ich halt in kleine Stücke. Sollte ich jetzt zu viel wieder abgewandelt haben und das jetzt nicht mehr dem Original Khachapuri entsprechen, also ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus, ja, dann sage ich mal, dann entschuldige ich mich dafür, dass ich dieses osteuropäische, weil da möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen, diese Delikatesse, dass ich das jetzt verhunzt habe und dann nennen wir es einfach mal nur
ja, Teigfladen gefüllt mit Porree und zweierlei Käse. Naja, so können wir allen Problemen aus dem Weg gehen. Und diese Käsemasse, die werde ich jetzt halt noch würzen mit Pfeffer und auch noch Salz. Und ich habe hier so ein Arrabbiata-Gewürz und da nehme ich auch einen Teelöffel und das macht es richtig schön würzig. Also im Originalrezept steht Chili-Pulver, aber ich habe jetzt dieses Arrabbiata-Gewürz. Und damit ist jetzt auch schon alles vorbereitet. Ja, wenn es dann auf Mittag zugeht, dann werde ich hier meine Fladen gleich erstmal ausrollen und füllen. Ja, hier ist mein Käse. Dann der Porree, der ist jetzt auch kalt geworden. Und jetzt kann das erstmal vermischt werden. Und jetzt roll ich mir erstmal die Fläche, also die Hälfte. Oh, ich liebe es ja sehr, in Mehl zu greifen. Ja, ich hatte es gerade vergessen und in dem Moment habe ich es bemerkt. Ja, also ich teile mir das in zwei Hälften, denn es ist ja sowieso Kältegärung. Und ich habe mir jetzt überlegt, also das wäre jetzt zu viel für mich für heute. Jetzt klebt er auch gar nicht mehr so. Das finde ich aber jetzt auch richtig gut. Ja, also für mich wäre das jetzt auch zu viel für heute, zwei Stück zu essen. Ich bekomme keine Gäste, also darf der bis morgen jetzt noch wieder im Kühlschrank bleiben, weil morgen mache ich mir dann die zweite Hälfte davon und ich mag es dann schon lieber frisch. Also gerade jetzt so bei Pizza und so, das kann man natürlich auch in der Mikrowelle dann nochmal erhitzen, aber dann fehlt natürlich die Knusprigkeit und ja, da ich das nicht möchte, mache ich es morgen frisch. Und jetzt diesen Teig. Also gestern war der ja richtig klebrig, aber da bin ich jetzt ganz überrascht und glücklich. Ja, den werde ich mir jetzt erstmal schon mal ausrollen in, ja, Pizzagröße. So steht es im Rezept. Ich hätte mir gar nicht so viel Mehl jetzt hier hinwerfen müssen eigentlich, weil ja. Der war gestern wirklich so zäh und klebrig, als ich den aus dem Topf geholt habe. Da habe ich gedacht so, oh, naja, aber jetzt heute überhaupt nicht mehr. So, es ist also wirklich richtig schön dünn. Der kommt jetzt also wieder in den Kühlschrank für morgen. Das ist schon fertig und ja, 10 Minuten soll er jetzt ruhen. Und ja, da kann man jetzt schon fast den Backofen auch auf 230 Grad vorheizen, so steht es auch im Rezept. Und ich nehme sowieso den Pampacev-Stein, diesen Pizzastein, und da nehme ich sowieso immer 230 Grad und unten auf den Rost. Im Rezept, glaube ich, ist es mit einem normalen Backblech angegeben, da macht man es ja eher so in die Mitte. Ja, also 10 Minuten jetzt erstmal warten. Also die 10 Minuten sind jetzt rum. Ich habe den Teig jetzt ausgerollt ruhen lassen. Im Hintergrund hört ihr schon den Backofen. Und ja, in die Mitte kommt, also jetzt auch wirklich nur in die Mitte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt wird der Teig nämlich so in der Hand zusammengeschlagen wie wie so ein Geschenk halt, was man so, ja, kann schlecht erklären, ja. Also dass man halt wie so ein Geschenkpäckchen jetzt hier so hätte. Das wird oben abgeknipst, also dieser Zipfel. Und jetzt wird es wieder ausgerollt. Und da ich ja das sowieso auf dem Pizzastein backen will, rolle ich es jetzt auch gleich auf dem Pizzastein nämlich aus. Denn an sich sieht es ja so schon schön aus, aber es wird jetzt nochmal ausgerollt. Und es soll auch wirklich wieder so flach ausgerollt werden wie eine Pizza. Also wie gesagt, ich mache das das erste Mal. Ich fand halt nur, dass das so unheimlich lecker auf diesem Bild aussah, was ich gesehen habe.
Und bin mir auch sicher, das ist ja so eine osteuropäische, sage ich jetzt mal, Spezialität, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, wer das jetzt für sich reklamiert, bevor es da irgendwelche Diskussionen gibt. Ich weiß nur, es ist irgendwie osteuropäisch. Ja, man sieht jetzt hier, wie, also ich mache es jetzt nicht zu doll, weil ich sehe jetzt hier schon den Lauch. Ich habe mir jetzt, also da, wo es schon drohte, dass so ein bisschen Füllung rauskommen will, also wie jetzt hier zum Beispiel, da habe ich mir von diesem Zipfel, den ich ja oben abgerissen habe, da stopfe ich das jetzt ein bisschen aus, damit das da nicht gleich rausquillt sofort. Und alles halt wirklich noch bedeckt ist. So, sieht es jetzt aus. Es ist also, wenn ich jetzt Pizza machen würde, hätte ich vielleicht ein bisschen dünner. Aber ja, es ist wirklich wie so ein Fladen. Und der kommt jetzt für, naja, ungefähr eine Viertelstunde in den Backofen. Ich guck mal und werde es euch dann halt sagen. Im Rezept steht, glaube ich, zwischen 10 und 15 Minuten. Da ich das jetzt aber ganz unten und auf dem Stein habe, glaube ich, wird 15 Minuten schon richtig sein. Also ich sag mal, die Größe von so einer Fertigpizza habe ich jetzt hier. Also er piept, deswegen schiebe ich das jetzt unterste Stufe, also wegen dem Stein, bei 230 Grad Ober-Unterhitze. Bei mir sind jetzt 20 Minuten rum. Ich muss sagen, also nach 15 Minuten hätte es mir jetzt nicht gereicht. Da war einfach oben das noch nicht, ja, so schön braun, wie ich es gern haben wollte. Allerdings wahrscheinlich, weil ich es ganz unten hatte und auf dem Stein. Wenn ihr das jetzt auf mittlerer Höhe gehabt hättet, dann wäre das auch sicherlich schon vorher braun gewesen. Aber da war das hier noch so hell, das wollte ich nicht. So, ich habe mir das jetzt wie so ein Tortenstück geschnitten. Ich habe noch eine Sache, hatte ich nämlich auch falsch gemacht. Das habe ich im Nachhinein gesehen. Das oben würde eigentlich noch mal ein bisschen Butter auch drauf kommen. Ich weiß nicht, für Saftigkeit oder damit es besser glänzt. Ich weiß es nicht. Aber jetzt geht es erstmal ans Probieren. Wobei es natürlich auch wieder so hinterhältig ist. Das ist wie bei so einer Calzone. Puh. Also das ist ja immer, da verbrenne ich mir immer den Mund. Ne? Also ich finde es schön saftig und auch gut gefüllt. Auch wenn natürlich dieses Weizen-Vollkornmehl jetzt ja ein bisschen herber schmeckt jetzt als so Pizzateig. Aber das hat schon auch was. Ob es jetzt genau so ist wie ein Khachapuri aus dem Herkunftsland, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es ja jetzt wieder ein bisschen abgewandelt. Aber ich glaube, dem Teig hat das jetzt, der Fluffigkeit hat das nicht jetzt irgendwie geschadet, dass ich den dann nicht erstmal 2 Stunden ruhen und nochmal kneten und gedöns. Nee, ich glaube, das ging jetzt auch so ganz gut. Ja, das mit dem Porree sieht jetzt nicht so schön aus. Aber ich kann auch nur empfehlen, diese Füllung richtig, richtig deftig zu würzen. Das würde nämlich sonst untergehen. Also wirklich eher ein bisschen schärfer, also für meinen Geschmack. Ja. Also ich hätte da, glaube ich, noch einen Ticken schärfer machen können. Ja, also das kann man sicherlich auch gut als Fingerfood so essen. Und wie gesagt, eigentlich hätte oben nochmal Butter drauf gestrichen werden sollen. Aber ja, das vermisse ich jetzt eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass es jetzt auch so diese Knusprigkeit hat. Nachdem ich jetzt echt pappsatt bin, muss ich noch was nachtragen. Also von dem einen ist jetzt wirklich noch die Hälfte übrig. Und das sagt schon etwas aus. Also nicht, dass es nicht geschmeckt hat, sondern das ist unheimlich mächtig. Ich glaube einfach wegen des Vollkornmehls. Ich denke, wenn man das mit Weißmehl machen würde, wäre es vielleicht nicht so mächtig wie jetzt das. Ja, also, wie gesagt, es hat mir gut geschmeckt. Aber, ja,
jetzt kommt es noch wieder an, aber das ist jetzt weniger, also ich hatte es mir ein bisschen saftiger vorgestellt. Und dadurch, dass oben und unten jetzt dieser Teig ist, ist es schon recht trocken. Es erinnerte mich jetzt weniger an eine Pizza als so an ein, ja, vielleicht Vollkornbrot, was mit so zerlaufenem Käse und Lauch halt belegt ist. Ich werde das nächste Mal nochmal mit anderem Mehl machen, also mit normalen Weizen, 550er oder so, und gucken, ob es dann oder ob einfach mehr Füllung rein muss. Ansonsten mit diesem Mehl könnte ich mir super vorstellen, es halt eher wie eine Pizza zu machen. Und dann ist es so ein rustikal, also wie bei so einem Mittelaltermarkt gibt es ja auch diese rustikalen Fladen. Daran erinnert es mich ein bisschen. Es ist aber, also für mich war es jetzt einfach ein bisschen zu trocken. Aber es hat halt sehr gut geschmeckt eigentlich und die Idee finde ich auch total klasse. Deswegen, ich probiere das auf alle Fälle nochmal mit anderem Mehl. Wenn ich nochmal das Vollkornmehl nehme, dann würde ich es ja obendrauf auf alle Fälle noch mit Käse belegen oder so. Weil das war jetzt so wirklich halt mehr wie eine warme, leckere, warme Vollkornschnitte mit Käse. Ja, aber wie gesagt, das wird noch gegessen und die andere Portion, die ich im Kühlschrank habe, die wird auch noch gegessen und da freue ich mich auch drauf. Also es ist jetzt nicht, dass es mich ekelt, das jetzt noch essen zu müssen. Nee, das nicht. Aber beim nächsten Mal, wie gesagt, vielleicht für euch der Hinweis, wer es jetzt nicht so brotig möchte, vielleicht lieber mehr Füllung oder anderes Mehl. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!